ich habe hier schon meine Leinwand liegen und möchte ja erstmal mit einem Stift anfangen, ins Malen zu kommen. Also mich überhaupt erstmal hier wiederzufinden auf der Fläche. Auch ein Kohlestift, der gibt aber wesentlich weniger Pigment ab. Dabei tauchen schon so die Ideen auf, was ich jetzt hier so mitmachen kann. Intuitiv greife ich zum Wasser, das unterstützt mich, glaube ich, heute. Ja, guck mal, da kommen die Linien noch mehr raus. Habe ich noch mehr zum Zeit auch für den nächsten Schritt einfach gerade. Ja, ich fange jetzt einfach erstmal mit dem Schwarz hier an. Schmeiß das mal rauf. Das Kritzeln finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich ziehe das einfach nochmal nach. Dann ist es nochmal kräftig hier. Und ja, die Form finde ich gar nicht schlecht. Also ich merke schon, das geht so ein bisschen hin und her gerade. Bin heute so ein bisschen uneins mit mir. Also ich weiß noch nicht genau, was mich inspiriert, wonach ich suche. Wow, okay, das spricht mich gerade an. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen von dem Konkreten und diesem verwischten Fließenden. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich hier jetzt hingehe. Wie ein Motiv oder was, so eine abstrakte Form finde ich ja auch gut. Ein bisschen Farbe rauf. Das macht auf jeden Fall wieder Spaß, also bislang macht es sowieso viel Spaß gerade, aber dann fängt der Kopf immer an, ja, was machst du denn jetzt damit? Also ich mische jetzt einfach erstmal wieder ein bisschen weiter und guck mal, was jetzt hier noch so mich so anspricht immer. Eigentlich bin ich die ganze Zeit so auf der Suche, habe ich so das Gefühl. Und vielleicht kann ich jetzt hier noch so eine Fläche mit reinbringen, dann habe ich dieses Fließende und dieses Flächige. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich merke das. Ich bin heute nicht eins mit mir. Ja, diese schönen Muster, die jetzt hier entstehen, finde ich voll schön. Aber trotzdem kann ich gar nicht so viel damit anfangen gerade. Also ich finde es toll, aber nee. Werkzeuge hier hingelegt. Es war auch gut so, ich habe es schon vorher gemerkt. Jetzt kann ich einfach auch danach greifen, wonach mir ist und gucken, was so kommt. Das tut gut gerade, ehrlich. Das tut richtig gut, gerade mit dem Pinsel hier so rumzuwischen.
suche immer noch. Also ich finde viele Stellen schön und die Momente oder der Moment immer ist toll. Und ich mochte die Pinselstriche ja so gerne, deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem Pinsel weiter. Gucken, was kommt. Ja, es tut einfach immer gut, das auch alles immer wieder verändern zu können. Die Grüntöne sind es heute auf jeden Fall. Also die haben mich jetzt voll inspiriert und mitgenommen, sage ich mal, auch diese Mischtöne hier. Es ist trocken und das Bild hat mich nicht losgelassen. Ich glaube, das passt gut. Das peppt das Ganze nochmal auf. Das passt jetzt mehr zu meiner Stimmung auch. Ja, beim Malen habe ich mich doch gut regeneriert, sage ich mal. Also war ein spannender Prozess heute. Das Orange, naja, sieht ein bisschen transparent jetzt aus, aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Dann ergänzt sich das so mit dem Grün ganz gut. Ja, doch. Finde ich gut. Gerade die Sonne draußen, da habe ich schnell mal ausgelegt. Ja, so lasse ich es jetzt einfach und ja, lasse es so trocknen. Das war wirklich ein spannender Prozess heute. Auch für mich, so im Nachhinein kann man das immer noch mal ganz gut reflektieren, finde ich, dass ja, zuerst geht man ein bisschen durcheinander in den Malprozess und will sich auch überhaupt nicht festlegen. Also zumindest war es bei mir so, dann inspiriert einen das eine, dann das andere und dann kommt man vom einen zum nächsten und dann kommt irgendwann der Kopf, der sagt, hey, was machst du da? 3 Stunden vergangen und dein Bild ist immer noch nicht fertig. Also schaff mal was und das ist natürlich Quatsch. Also nimm dir die Zeit. Nimm dir auch die Zeit, einfach mal intuitiv zu arbeiten und zu gucken, was das mit dir macht. Was macht der Pinselstrich mit dir? Was macht die Farbe mit dir? Und ja, das macht eben dann die Kunst aus. Also nicht das Malen nach Zahlen in Anführungsstrichen, was ja auch schön ist und meditativ ist, sondern eben auch ja, in Kontakt mit dir zu treten und deine Emotionen zuzulassen und ja, vielleicht fühlst du dich danach besser, vielleicht fühlst du dich danach schlechter, das kann auch sein, aber es ist halt immer auch ein Prozess und der gehört einfach mit dazu. Also schön, dass du hier bist, danke für dein Zuhören jetzt auch und danke ja, für dein Abo sowieso, vielen, vielen Dank, das unterstützt mich hier, danke für dein Like, das unterstützt mich natürlich auch, danke, dass ihr die Videos immer liked und ja, für deinen Kommentar, das ist immer eine Herzensangelegenheit. Also Dankeschön, hab einen schönen Sonntag, tschüss! Thank you.